Hallo Marburg, ich habe am Anfang eine Frage an euch. Wie findet Marburg Schweiß so? Gehört halt dazu. Die Antwort hatte ich auch noch nicht. Oft ruft irgendwer vorne geil. Das war heute nicht dabei. Okay, wenn ihr Schweiß nicht so gut findet, seid ihr eigentlich in ganz guter Gesellschaft, weil ungefähr 70% der Deutschen benutzen täglich ein Deo, um eben nicht nach Schweiß zu riechen. Das Deodorant ist ein Produkt, in das wir sehr viele Erwartungen stecken. Ja, der ein oder andere von euch hat heute vielleicht ein Deo benutzt oder vielleicht auch letzten Sommer und die Erwartung wurde vielleicht auch enttäuscht. Ja, es ist ein Produkt mit vielen positiven Erwartungen, aber auch negativen Erwartungen, wo man mal drüber reden kann. Woran liegt das eigentlich, dass unsere Erwartungen an dieses Produkt so oft enttäuscht werden? Und da müssen wir uns erstmal damit befassen, wie funktioniert dieses Produkt? Und ich habe euch mal die drei Wirkstoffe in dem Deo mitgebracht, die da wirken können. Und zwar haben wir die Duftstoffe, die Antitranspirantien und die antimikrobiellen Wirkstoffe. Und wenn ihr euch jetzt denkt, so, was macht das in meinem Deo? Da müssen wir erstmal eine ganz andere Frage stellen. Ja, 100 Leute haben wir gefragt, nennen Sie eine Situation, in der Sie schwitzen. Ja, Top-Antwort war, wenn es warm ist. Ja. Also, ja, wenn es warm ist, schwitzen wir. Große Überraschung, das habt ihr vielleicht auch erwartet. Andere Antwort ist auch, ja, beim Sport, wenn wir Sport richtig machen, produziert unser Körper eine ganze Menge Wärme, die muss ja irgendwie wieder loswerden und dann fangen wir halt an zu schwitzen. Wir schwitzen aber auch in emotionalen Situationen, ja. Also zum Beispiel hier bei so einem Fallschirmsprung könnte man schwitzen. Da gab es auch eine ganz interessante Forschergruppe, die hat sich gefragt, was können wir so machen, um Angstschweiß eigentlich mal zu sammeln. Die haben tatsächlich ihre Probanden aus dem Flugzeug geschmissen, den Schweiß gesammelt und da gab es noch ein paar andere Probanden unten am Boden, die mussten das abriechen und sagen, ob das jetzt nach Angstschweiß riecht oder nicht. Das kann so aussehen oder auch so. Als Praktikant in so einem Labor hat man immer ganz schlechte Karten, wenn es um solche Jobs geht. Das nennt man Direct Sniff, ist tatsächlich eine Methode, um Deo-Wirkstoffe im Labor zu bewerten. Ich habe das in meiner Praktikantenzeit einmal erlebt, immerhin. Tatsächlich, so können Deo-Wirkstoffe bewertet werden. Hier Stiftung Warentest übrigens, die haben das Bild gemacht. Genau, wir schwitzen aber auch noch in einer ganz anderen Situation und die liegt irgendwo so zwischen in emotionalen Situationen und beim Sport. Das kommt immer ganz darauf an, mit wem wir das machen, wie und warum. Ja, irgendwer dachte, ja genau, wir schwitzen auch bei sexueller Interaktion. Ist eine super Sache. Ich erkläre noch, wie das funktioniert und warum das auch so ganz super ist. Aber erstmal sehen wir hier etwas ganz Fundamentales. Es gibt zwei verschiedene Arten zu schwitzen, ja? Wir können aus thermischen Gründen schwitzen oder aus emotionalen Gründen. Und wenn wir uns das noch genauer angucken, wird es auch noch interessanter, ja? Also wir können das nämlich mit zwei verschiedenen Schweißdrüsen. Wir haben einmal die ekrinen Schweißdrüsen hier in grün zu sehen. Die haben wir überall auf dem Körper. Die produzieren ein Sekret aus Wasser und Salz. Das ist einfach nur da, um unseren Körper zu kühlen, ja? Wir kennen das so klassischerweise als Kopfschweiß oder Rückenschweiß. Oder ich habe mir sagen lassen, wenn der Rückenschweiß ein bisschen weiter unten gelandet ist, kennen wir es auch als Arschwasser. Ist übrigens ein schöner Hashtag, benutzt den öfter mal. Ganz anders ist da der Kollege Stressschweiß, ja? Das nennt man auch apokrines Schwitzen. Die blaue Schweißdrüse hier auf dem Bild sehen wir auch schon, sitzt histologisch gesehen auch wo ganz anders, nämlich an dem Haarfollikel. Und auch anatomisch gesehen sitzt die woanders. Wir kennen das klassischerweise als Achselschweiß. Dementsprechend sitzt diese Schweißdrüse im Achselbereich, die sitzt aber auch im Genitalbereich und an den Brustwarzen. Die ist für die nonverbale Kommunikation zuständig. Das macht diesen Fakt vielleicht noch ein bisschen interessanter. Man kann sich jetzt fragen, wie funktioniert das? Naja, man hat einmal bei dieser Studie, bei dieser Angststudie herausgefunden, dass Angstschweiß auch tatsächlich im Kopf Angst auslöst. Das funktioniert aber ehrlich gesagt auch im Bett ganz gut, denn in so einem apokrinen Schweiß sind ganz viele Sexualpheromone, die unserem Partner in gewissen Situationen ganz gut sagen, was wir gerade toll finden und was vielleicht auch nicht. Diese Art der Kommunikation ist viel älter als unsere Sprache und deshalb auch nicht manipulierbar. Und ich finde, das macht es sehr ehrlich und auch eigentlich zu einer ganz tollen biologischen Sache, über die man mal nachdenken könnte, dass das Sinn und Zweck hat. Man kann übrigens auch positive Gefühle mit Schweiß mitteilen. Da haben Forscher sich gefragt, wie gucken eigentlich Frauen beim Abriechen von Männerschweiß? Ich als betroffene Frau hätte jetzt gesagt, die gucken immer gleich angeekelt. Interessanterweise war das nicht
Ergebnis dieser Studie, also auch eine Erwartungsenttäuschung im Prinzip. Frauen gucken nämlich beim Abriechen vom Schweiß von besonders gut gelaunten Männern, reagieren die mit dem Anflug eines Lächelns, das man in Kamerabildern nachweisen kann. Es gibt also auch Hinweise darauf, dass wir auch positive Gefühle mit unseren Ausdünstungen mitteilen können. Könnt ihr ja mal ausprobieren zu Hause. Ja, wenn wir das jetzt nicht wollen, haben wir natürlich einen Wirkstoff dagegen im Deo, nämlich die Antitranspirantien. Die verstopft die Schweißdrüse, Schweiß kommt nicht auf die Haut, Problem ist gelöst, alles super. Aber wenn der apokrine Schweiß doch auf die Haut kommt, ist das erstmal gar nicht so schlimm, weil der riecht gar nicht. Das ist komisch, weil einige Leute riechen ja nach Schweiß. Wie kommt das? Da müssen wir uns erstmal wieder mit was ganz anderem beschäftigen, nämlich mit der Mikrobiologie der Haut. Wir haben auf unserer ganzen Haut Bakterien. Das ist nicht schlimm, sondern das ist gesund. Viele dieser Bakterien braucht unsere Haut einfach, um gesund zu sein. Und in der Achsel haben wir einen speziellen Kollegen hier, nämlich Staphylococcus aureus. Der sieht ungefähr so aus, also habe ich fotografiert. Ja, und wenn der in unserer Achsel ist, wenn wir schwitzen, das findet er richtig toll. Das ist ein bisschen so, als hätten wir das Buffet eröffnet auf einer großen Party. Ja, der freut sich einen Keks auf der Party. Und das, was er verstoffwechselt in unserem Schweiß, das riecht überhaupt nicht gut. Und das wollen wir auch nicht auf der Haut haben. Deswegen haben wir auch dagegen einen Wirkstoff im Deo, ja? Nämlich die antimikrobiellen Wirkstoffe. Die wirken ein bisschen wie ein Türsteher auf einer Party. Die sorgen dafür, dass es nicht zu voll wird auf der Party. Wenn es aber dann doch mal unangenehm riecht, sind wir ganz schnell in der Gerücheküche. Küche trifft es ganz gut, weil viele der Einzelgeruchssubstanzen aus dem Schweiß kennen wir aus der Küche. Ja, also zum Beispiel Isovaleriansäure riecht so nach Käse, würzig, schweißig. Oder Buttersäure erinnert mich immer an eine mehr oder weniger gute WG-Party. Das riecht eher so nach Erbrochenem und Fäulnis. Kennt ihr vielleicht auch. Naja, oder Thiole, das ist ein charakteristischer Bestandteil für Frauenschweiß. Ja. Demnach riechen Frauen eher so nach Zwiebeln und Knoblauch. Männer hatten da ein bisschen mehr Glück. Ein charakteristischer Bestandteil und auch ein Pheromon von männlichem Schweiß ist Androstenon. Stellen Bakterien aus Testosteron auf der Haut her. Ist ganz interessant, wenn man Androstenon einzeln abriechen lässt, riecht das für 80% der Frauen nach Urin. Aber für 20% der sehr, sehr glücklichen Frauen riecht das tatsächlich nach Vanille und Honig. Auch eine Erwartungsverletzung übrigens. Ja, wenn wir auch das nicht wollen, haben wir auch hiergegen einen Wirkstoff im Deo, nämlich die Duftstoffe. Die kommen ins Spiel, wenn die Party gelaufen ist, ja, die sind nur dazu im Deo, um unangenehme Gerüche zu überdecken, ja. Und wir alle wissen, glaube ich, aus der Praxis, das funktioniert mal mehr und mal weniger gut. Meistens ist es eher so ein interessanter Mix aus allen möglichen Gerüchen. Wenn ich euch jetzt die drei Basiswirkstoffe nochmal zeige, wisst ihr jetzt hoffentlich alle, warum die in eurem Deo sind. Wir haben die Duftstoffe, nicht der potenteste Wirkstoff, aber für Konzerne besonders interessant. Weil Duftstoffe sind ein sehr intensiver Reiz, wenn wir ein Produkt benutzen. Und deshalb sind Duftstoffe für den Wiederkauf eines Deos ganz unabhängig von der Performance verantwortlich. Dann haben wir noch die antimikrobiellen Wirkstoffe. Das ist vielleicht ein bisschen so die Geheimwaffe, von der ihr noch nicht so viel wusstet, dass die in eurem Deo ist. Die wird aber immer interessanter, ja, denn die Antitranspirantien sind zwar unser potentester Wirkstoff, weil die auch gegen Schweißflecke sehr sicher helfen. Allerdings sind die so ein bisschen in Verruch geraten und da sind wir im Bereich der negativen Erwartungshaltung, ja. Das sind Aluminiumverbindungen. Wurde berichtet, Aluminiumverbindungen könnten Brustkrebs auslösen. Das ist ein sehr ernster Vorwurf, wo auch Unternehmen, die diesen Wirkstoff benutzen, dem natürlich nachgehen, weil bei Glyphosat haben wir alle gesehen, bei Bayer, was das machen kann, wenn wir einen Wirkstoff benutzen, der eventuell Krebs auslösen könnte. Das könnte sich in Jahren rächen. Deshalb wird daran natürlich geforscht und in Deutschland haben wir das Bundesinstitut für Risikobewertung, die kennt man auch von Glyphosat, komischerweise. Die haben sich ein bisschen damit befasst, ob Aluminiumverbindungen krebserregend sind. Ich habe kurz zusammengefasst in einem Video, was sie gesagt haben in ihrer Studie. Weiß ich nicht. Die Studie liest sich erschreckend ähnlich. Also man weiß es nicht. Deswegen besteht Deklarationspflicht. Ihr könnt alle selber entscheiden, ob ihr das benutzen wollt oder eben nicht. Naja, jetzt nochmal zusammengefasst. Wenn ihr euch fragt, warum hat sie uns denn das jetzt alles erzählt? Naja, wir haben gesehen, Achselschweiß und Arschwasser, ja? Das ist nicht das Gleiche, ja? Wir haben auch gesehen, apokriner Schweiß, das ist nonverbale Kommunikation in ganz vielen Situationen. Es ist nicht per se schlecht. Wir können auch viele andere Dinge mit unserem Schweiß mitteilen. Wir haben auch gesehen, Antitranspirantien, kann man machen?
muss man aber nicht. Ja, mein Tipp ist auch so, Deodorant ab und zu wechseln. Ne? Die Bakterien wissen irgendwann, wer Türsteher ist und die kommen dann rein. Und das ist so ein Punkt, an dem Deo ganz gerne versagt. Außerdem ein anderer Tipp, benutzt nach der Rasur einfach aluminiumfreie Deos. Wir haben nach der Rasur Mikroverletzungen in der Achsel und dadurch könnte Aluminium schneller in den Körper eindringen. Und das kann in dieser Frage schon absolut entscheidend sein. Naja, ich würde auch sagen, erwartet mal keine Wunder, ne? Wenn man erstmal nach Schweiß riecht, sollte man sich vielleicht auch mal waschen. Auch so als Tipp. Ja, und wer es doch ohne Deodorant probieren will und ganz, ganz mutig ist, für den habe ich noch eine Studie mitgebracht. Du bist, was du isst, stimmt auch in diesem Kontext. Ja, diese Studie hat sich mit der Körpergeruchsattraktivität von Vegetariern befasst und die ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Frauen den Schweißgeruch von Vegetariern signifikant angenehmer und auch weniger intensiv empfinden. Wer hätte damit gerechnet? Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Janina Otto.